Ich freue mich, Ihnen heute in der wieder rechtshistorischen Gesellschaft meinen Vortrag präsentieren zu können. Die Geschichte der Habsburger Monarchie ist Teil unserer europäischen Geschichte. Und schon bei Zeitgenossen galt die Monarchie im 19. Jahrhundert als ein Europa im Kleinen. Geografisch erstreckte sich dieses habsburgische Europa, wie Sie wissen, über große Teile Mittel-, Süd- und Osteuropas. Im Osten grenzt es mit heute ukrainischen Territorien an das Russische Reich. Im Südosten mit den Balkanregionen an das Osmanische Reich. Im Süden öffnete sich mit der prosperierenden Hafenstadt Triest zudem ein Fenster zur Welt. Im Südwesten verband das Reich eine lange Geschichte territorialer Verflechtung mit den italienischen Provinzen Lombardei und Venetien. Und im Westen grenzte es nicht nur an die Schweiz, sondern überlappte mit seinen Territorien in hohem Maße mit den Gebieten des Deutschen Bundes. Mit der regionalen Vielfalt ging eine sprachlich-ethnische, religiöse und kulturelle, soziale und wirtschaftliche Vielfalt dieses Imperiums einher. In der Monarchie gab es ein Dutzend staatlich anerkannter Sprachen, die auch in den Volksschulen unterrichtet wurden. Die großen Sprachgruppen bildeten unter anderem Deutsche, Ungarn, Polen, Ukrainer, Tschechen, Italiener, Kroaten und Serben, Slowenen, Rumänen und eine jiddischsprachige Bevölkerung. In religiöser Hinsicht war die Monarchie bei Hof und in Wien von einem politischen Katholizismus geprägt. Gerade in den ungarischen, den galizischen und den südslawischen Ländern war aber auch die religiöse Vielfalt groß. Neben verschiedenen christlichen Kirchen, Protestanten und Orthodoxen, gab es hier auch einen hohen Anteil an Muslimen bzw. Juden. Für politische Reformer der Habsburger Monarchie war daher eine Frage zentral. Wie lässt sich diese Vielfalt verschiedener Völker, Sprachen und historischen Regionen politisch ordnen? Die Leitidee des 19. Jahrhunderts bis 1918 war dabei der Föderalismus. Föderale Ideen hatten in der Habsburger Monarchie dabei immer dann Konjunktur, wenn das Land außen- und innenpolitische Krisen zu meistern hatte. Als Antwort auf politische Krisen sei es 1848, 1861-66, 1907 oder 1914 sind föderale Ideen in der Habsburger Monarchie entwickelt worden und bis heute interessant. Insofern ist die föderale Geschichte der Habsburger Monarchie ein Lehrstück für die Union des heutigen Europa. Der rote Faden meines Vortrags bildet das föderale Krönungsmotto von Kaiser Franz Josef aus dem Jahr 1848, Viribus unitis, mit vereinten Kräften. Und wir beginnen auch gleich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach dem Niederschlagen der Revolution in Österreich war die Regierung dennoch zu Reformen bereit. Am 4. März 1849 erließ der neue Kaiser eine neue Verfassung von oben, die das Habsburgerreich auf föderale Grundlagen stellte. Damalige regierungsnahe Künstler gaben diesen Verfassungsideen eine künstlerische Gestalt, die zugleich einen propagandistischen Zweck erfüllte. Und ein Beispiel sehen Sie hier. Die Botschaft dieses Bildes des Wiener Grafikers August Stritzner, der wahrscheinlich Regierungskreis
Kreisen um den liberalen Innenminister Alexander Bach nahestand, ist auf den ersten Blick zu entschlüsseln. Wir sitzen nach der Krise alle im selben Boot. Die Märzrevolution 1848 hatte zwischen den Ländern und Völkern der Habsburger Monarchie tiefe Gräben aufgerissen. Der Schlachtruf der Revolution war überall in Europa: eine Nation, ein Volk sowie Freiheit und Gleichheit. Ein multiethnisches Reich mit mehr als einem Dutzend verschiedener Nationalitäten und Sprachen stellte der revolutionäre Wunsch nach Nationalstaatlichkeit allerdings vor eine Zerreißprobe. Die Deutschen Österreichs sympathisierten mit der Gründung eines nationalstaatlichen föderalen Deutschland. Die Polen, die auf die Teilungsmächte Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt waren, träumten von der Wiedergeburt eines polnischen Staats. Und die Ukrainer, die zwischen Polen und Russen siedelten, entdeckten ebenfalls ihren Wunsch nach nationaler Eigenständigkeit. Die Antwort auf diese Forderungen war auch Föderalismus. Der Prager Slawenkongress im Juni 1848 unter der Leitung von František Palacký und dem Russen Michail Bakunin entwarf die Vision eines slawischen Bundesstaates zwischen einem neuen Deutschland und einem neuen Russland. Der österreichische Reichstag in Wien und dann in Kremsier versuchte ebenfalls eine föderale Lösung, allerdings ohne die Monarchie aufgeben zu müssen. Während der Nationalitätenbundesstaat von Palacký und Bakunin auf einen Föderalismus entlang sprachlicher Grenzen zielte, also einen Ethnoföderalismus, setzte sich im Kremsierer Verfassungsausschuss, ebenfalls unter Mitarbeit von František Palacký, der historische Kronländerföderalismus durch. Nach der Auflösung des Reichstags durch kaiserliche Truppen wurde dieses föderale Modell von Regierung und dem Kaiser übernommen. Die zuvor abtrünnigen und wiedereroberten Länder Ungarn und Lombardo-Venetien blieben bei Österreich und wurden in diese neue Verfassung integriert. Die schon genannte Lithografie Barke mit der Austria und den Allegorien der Kronländer versinnbildlicht diesen föderalen Moment. Der Kaiser ist als männlicher Herrscher und römischer Imperator porträtiert. Über ihm weht eine Fahne mit dem Wappenspruch Viribus Unitis. Am Steuer des Staatsschiffs sitzt die Allegorie für den Gesamtstaat, die Austria. Sie hält das Ruder in der Hand und lenkt das Staatsschiff mit Blick auf ihren Schoß, auf die Konstitution. Die Richtung des Staatsschiffs gibt im Bug eine Galionsfigur mit einer Fahne und der Aufschrift Justitia, Gerechtigkeit oder gerechte Herrschaft an. Und gleichzeitig lehnt die Austria an die Reling mit der Aufschrift Ministerium, kann sich also, so die Botschaft, auf die liberale Regierung verlassen. Im Boot sehen wir nicht die einzelnen Völker und Nationalitäten des Reichs, sondern die Länder, Allegorien, jedes mit einem entsprechenden Attribut. So ist das wehrhafte Tirol mit einer Waffe gekennzeichnet und Österreich für die Länder Nieder- und Oberösterreich ist hervorgehoben und reicht dem Kaiser einen Wein- und Lorbeer-umkränzten Pokal, während das reich gekleidete Böhmen dazu den Krug in der Hand hält und sozusagen Österreich auch das Wasser
oder den Wein reichen kann. Das Versprechen dieser Grafik und der damaligen Verfassung war föderale Solidarität in der Krisensituation nach 1848. Dieses Versprechen wurde in den Folgejahren nicht eingelöst. Es begann die Ära des Neoabsolutismus und der Regierung von Alexander von Bach, die die Habsburger Monarchie zu einem einheitlich organisierten, zentral regierten Gesamtstaat machen wollte. Föderalismus spielte allenfalls noch als Verwaltungsföderalismus eine gewisse Rolle. Die Kriege der 1850er Jahre in Europa machten diesen Plänen freilich einen Strich durch die Rechnung. Die Monarchie verlor das ökonomisch prosperierende Lombardo-Venetien und wurde außenpolitisch durch den Krimkrieg geschwächt. Im Westen zeichnete sich Mitte der 1860er Jahre ab, dass Österreich weder mit seinen deutschsprachigen Ländern noch als Ganzes nicht Teil eines neuen Deutschlands werden würde. Obwohl die Habsburger Herrscher über Jahrhunderte die Kaiserwürde im Alten Reich innegehabt hatten, war die gemeinsame deutsch-österreichische Geschichte an einen Tiefpunkt angelangt. Vor diesem Hintergrund symbolisiert das Jahr 1867 nun ebenfalls die Suche nach Stabilität nach einer Krise, die die verlorene Schlacht von Königgrätz für die Monarchie bedeutete. Das Ausscheiden Österreichs aus dem deutschen Staatsbildungsprozess hatte für die Monarchie durchaus positive Seiten. Die Krise führte zu einer Konstitutionalisierung des Reichs und einer politischen Liberalisierung. Nach 1867 wurde die Habsburger Monarchie, so die These meines Buchs, zu einer Föderation auf drei Ebenen. Der Konföderation Österreich-Ungarn als Gesamtheit, den beiden Reichsteilen Österreich und Ungarn, sowie den föderal organisierten Reichsländern im österreichischen Reichsteil. Diese Föderation auf drei Ebenen beruhte auf keinem einheitlichen Verfassungsdokument. Die föderale Wirklichkeit wurde von einer Summe unterschiedlicher Rechtsdokumente und einer eingespielten Regierungspraxis konturiert. Wir haben einmal die Ausgleichsgesetze von 1867, die österreichischen Staatsgrundgesetze von 1867 für den österreichischen Reichsteil, das ungarische Verfassungsgewohnheitsrecht für den ungarischen Reichsteil, die Landesordnungen bzw. Landesverfassungen der österreichischen Kronländer und informelle Praktiken politischer Kooperation. Und auch wenn ein föderales Gründungsdokument fehlte, lässt sich eine klare Kompetenzverteilung rekonstruieren. Die Kompetenzen von Österreich-Ungarn als Ganze lagen im Bereich von Außenpolitik, Verteidigung, Finanzen sowie in einer alle 10 Jahre neu ausgehandelten Wirtschaftsgemeinschaft. Die Abstimmung fand zwischen der Gesamtregierung, also den gemeinsamen Ministern, sowie mit den österreichischen und ungarischen Regierungen und den beiden Delegationen, die von den Parlamenten in Budapest und Wien beschickt wurden, statt. Innerhalb der Reichsteile, also innerhalb Ungarns und Österreichs, verlief die weitere Entwicklung unterschiedlich. Ungarn setzte als Staat auf eine Zentralisierung. Siebenbürgen und die 1848 neu gegründete serbische Vojvodina verloren ihren Länderstatus. Nur Kroatien, Slawonien erhielt verfassungspolitisch wichtige, in der Praxis allerdings schwach ausgebildete Autonomierechte. Anders Österreich. Hier machten die Kronländer im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
eine deutliche Föderalisierung durch und konnten einen politischen Machtgewinn für sich verbuchen. Diese Föderalisierung des österreichischen Reichsteils oder Cisleithaniens wird besonders deutlich, wenn man die Eigenstaatlichkeit der Länder nicht als Ganzes begreift, sondern nach Politikfeldern untersucht. Also eine Art politikfeldabhängige Staatlichkeit untersucht. Zentrale Politikfelder der Moderne wurden von den österreichischen Kronländern gestaltet, weiterentwickelt und finanziert. Rückblickend im Jahr 1913 schrieb daher der Verfassungsexperte Brockhausen in einer Zeitschrift, es sei für die Staatlichkeit im österreichischen Reichsteil keineswegs ausgemacht, Zitat, ob die einzelnen Kronländer oder die Gesamtheit derselben das Heft in der Hand haben. Es handelte sich dabei besonders um die Politikfelder Schule, Agrarmodernisierung, Infrastrukturausbau sowie Gesundheit und Soziales, in denen die Länder eine wichtige Rolle spielten. Diese föderale Geschichte des Habsburgerreichs blieb in der Geschichtswissenschaft oft unterbelichtet. Und auch die Suche nach offiziellen Bilddarstellungen für die neue Ordnung der Monarchie führt weitgehend ins Leere, denn niemand war stolz drauf. Als Gegenstand offizieller Kunst zeigt sich nun wieder öfter der Monarch, oftmals in einem mittelalterlichen Ornat oder in seiner weißen Militäruniform. Und tatsächlich wurde der habsburgische Herrscher Franz Josef zu einer wichtigen Integrationsfigur im Gesamtreich und in beiden Teilen des Reichs. Die neue föderale Ordnung auf drei Ebenen von 1867 ermöglichte beiden Reichsteilen, aber auch unterschiedlichen Kronländern eine Entwicklung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Für Ungarn begann nach 1867 eine Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs. Der Aufstieg der Ungarn zu einem eigenständigen Reichsteil schürte daher den Neid von anderen prosperierenden Völkern, Nationalitäten und Ländern. Ungarn agierte dabei keineswegs unabhängig von Österreich. Die Finanzen für die verschiedenen gemeinsamen Angelegenheiten waren untereinander aufgeteilt. Und Ungarn musste weniger zum Gesamtbudget finanziell beitragen, weil das Bruttoinlandsprodukt hier geringer war. Wir finden hier also zwischen beiden Reichsteilen eine Art versteckten Solidaritätszuschlag. Die Verhandlungen über diesen Finanztransfer, die sogenannte Quote, wurden stets zum harten Zauziehen zwischen den Parlamenten und Regierungen in beiden Reichsteilen. Viele Deutsche Österreichs fühlten sich gegenüber Ungarn, aber auch den aufstrebenden Tschechen im Nachteil. Und hier sehen Sie eine Karikatur zu diesem Finanzausgleich. Der deutsche Michel melkt eine Kuh mit der Aufschrift Gemeinsames Erfordernis, das sind die gemeinsamen Finanzen. Und die Bewohner Ungarns, im Hintergrund ist die Kettenbrücke Budapest zu sehen, tragen die Erträge der Milchkuh davon. Für Wissenschaftler ist es finanz- und wirtschaftshistorisch betrachtet hingegen bis heute umstritten, wer aus dem österreichisch-ungarischen Dualismus eigentlich den größeren Gewinn zog. Die Föderation Österreich-Ungarn jedenfalls wurde durch die Kernbereiche einer gemeinsamen Verteidigungs-, Sicherheits- und Außenpolitik und die Grundzüge einer gemeinsamen Wirtschaftsordnung charakterisiert. Der Dualismus ermöglichte Konkurrenz und Wettbewerb. Eine vertiefte kooperative Verflechtung beider Reichsteile
war vielen hingegen nicht erwünscht. Anders sah es oft für das Verhältnis der österreichischen Kronländer untereinander aus, die eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit anstrebten. Aber auch ohne eine verfassungsrechtliche Vertiefung begannen die Kronländer vermehrt in informellen Kreisen und vielen Politikbereichen mit der Regierung und untereinander zusammenzuarbeiten. Die dreistufige Föderation mit den Ebenen Österreich-Ungarn, Österreich und Ungarn sowie den Kronländern funktionierte. Sie hatte jedoch ein Imageproblem. Der komplexe Staatsaufbau widersprach den zeitgenössischen Vorstellungen vom modernen Staat. Reformen wurden daher auf allen Seiten geäußert. Angefangen von den einzelnen Nationalitäten wie Tschechen, Serben, Slowenen oder Ruthenen, über die großen neuen Parteien wie die aufstrebende Sozialdemokratie bis hin zu Kreisen bei Hof. Ihnen möchte ich heute das Reformprogramm von Thronfolger Franz Ferdinand vorstellen. Reformen waren für Franz Ferdinand ein Mittel zu mehr Macht des Habsburgerreichs. Ein föderaler Umbau, wie er ihn plante, zielte daher zuerst auf die militärische, außenpolitische und wirtschaftliche Stärkung und erst an zweiter Stelle auf die Einhegung von gesellschaftlichen oder nationalen Konflikten. Trotz seiner mitunter imperialistischen Programmatik wurden die Verfassungspläne von Franz Ferdinand oft verklärt. Frühere Berater feierten diese in der Zwischenkriegszeit als Zukunftsmodell für eine friedliche Föderation der Vereinten Staaten von Europa. Ein Berater sprach 1926 sogar davon, dass eine Föderalisierung im Gegensatz zu allen tendenziösen Gerüchten Großösterreich, Zitat, zu einem Hort des Friedens und der Wohlfahrt seiner Völker, Zitat Ende, gemacht hätte. Tatsächlich ist es mir gelungen, bei meinen Archivrecherchen in Wien die letzten Verfassungspläne von Franz Ferdinand ausfindig zu machen. Bislang waren seine Entwürfe aus dem Jahr 1911 bekannt. Ich konnte einen Verfassungsentwurf vom Frühjahr 1914 identifizieren. Und interessanterweise lässt der Thronfolger die Föderation auf drei Ebenen in seiner Reform weitgehend unangetastet. Ein wichtiger Clou seiner Reform war allerdings die Einführung eines Reichsparlaments auf höchster Ebene. Das heißt, ein föderatives Gesamtparlament für die gemeinsamen Angelegenheiten, Verteidigung, Außenpolitik, Finanzen sowie die Wirtschaft und Zölle. Dieses Zweikammerparlament setzte sich aus einer Staatenvertretung, dem Oberhaus, und einer Nationalitätenvertretung, dem Unterhaus, zusammen. Neben den Parlamenten der beiden Reichshälften in Wien und Budapest wäre so ein drittes Höchstparlament entstanden. Die Zusammensetzung der Nationalitätenkammer und der Reichsvertretung des Unterhauses richtete sich, und das war der zweite Clou, nach dem Prinzip der nationalen Personalautonomie. Das Unterhaus sollte aus 100 Vertretern des österreichischen Abgeordnetenhauses, also des Unterhauses des Wiener Reichsrats, und des ungarischen Abgeordnetenhauses, also des Unterhauses des Budapester Reichstags, sowie des bosnisch-herzegowinischen Landtags bestehen. Diese 100 Abgeordneten sollten in nationale Wahlgruppen oder Kurien unterteilt werden. Als die 8 politisch relevanten Nationen galten erstens die Deutschen, die den höchsten Stimmenanteil zugesprochen bekamen, zweitens die Ungarn, drittens die Böhmen, Mährer und Slowaken, viertens
Kroaten und Slowenen, fünftens Polen, sechstens Ruthenen, also heute Ukrainer, siebentens Rumänen und achtens Italiener. Nach dem Zusammentritt des Reichsparlaments sollten sich die gewählten Abgeordneten zu einer dieser vorgesehenen nationalen Kurien eindeutig bekennen. Diese Konstruktion eines national organisierten Parlaments, so legt ein interner Vermerk nahe, hatte auch eine antidemokratische Stoßrichtung. Die Einführung nationaler Kurien auf Reichsebene sollte den Einfluss der Massenparteien zurückdrängen. Der Vermerk nennt unter anderem, Zitat, die Sozialdemokraten, die Radikalen unter den Deutschen und Tschechen, Zitat Ende, die so in der Reichsvertretung nur schwach vertreten sein sollten. Zur Umsetzung von Franz Ferdinands Föderalismus ist es bekanntlich nie gekommen. Im Ersten Weltkrieg wurde unter dem Schlagwort Viribus Unitis nun wieder das militärische Bündnis Österreich-Ungarn beschworen. So oft Ungarn in Karikaturen vor 1914 angegriffen worden war, so selbstverständlich wurde es auf Bildpostkarten nun als gleichberechtigt kämpfend auf den Schlachtfeldern des Weltkriegs gezeigt. Viele deutschsprachige Bewohner des Habsburgerreichs hofften im Krieg allerdings auch auf eine Wiederbelebung einer gemeinsamen Staatlichkeit zwischen Österreich und Deutschland. Die Mehrheit der habsburgischen Bevölkerung stand solchen großdeutschen Ambitionen der deutsch-österreichischen Elite allerdings mehr als skeptisch gegenüber. Die Gräben zwischen den Völkern und Ländern vertieften sich erneut. Kurz vor Ende des Kriegs suchte der junge Kaiser Karl daher die Lösung für diese Konflikte erneut in einer Föderalismusreform. Österreich als Bundesstaat titelte am 17.10.1918 die Wiener Allgemeine Zeitung. Die Föderation sollte der Monarchie den inneren Frieden bringen. Die Föderalisierung begründete diese regierungsnahe Zeitung mit der, Zitat, Unabweisbarkeit des Gedankens, dass die Völker der Monarchie bei der Umgestaltung der Staatsformen beisammenbleiben müssen, weil sie durch unlösbare Bande historischer, kultureller und wirtschaftlicher Tatsachen miteinander verknüpft sind. Zitat Ende. Ein jahrhundertelanges Zusammenleben habe bewirkt, Zitat, dass diese Völker nicht einfach nebeneinander, sondern nur miteinander bestehen können. Die zentrale Passage des Völkermanifests lautete daher: Österreich soll dem Willen seiner Völker gemäß zu einem Bundesstaat werden, in dem jeder Volksstamm auf seinem Siedlungsgebiet sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildet. Vorgesehen war also ein Nationalitätenbundesstaat. Einschränkungen von diesem Grundsatz folgten allerdings. Zitat, der Vereinigung der polnischen Gebiete Österreichs mit dem unabhängigen polnischen Staat wird hierdurch in keiner Weise vorgegriffen. Die Stadt Triest samt ihrem Gebiete erhält den Wünschen ihrer Bevölkerung entsprechend ebenfalls eine Sonderstellung. Zudem wurde die räumliche Geltung der Reform auf Österreich festgeschrieben, da, Zitat, die Neugestaltung die Integrität der Länder der ungarischen Krone in keiner Weise berührt. Wir sehen, das Völkermanifest Kaiser Karls bleibt insofern weit hinter den Plänen von Franz Ferdinand zurück. Auf der internationalen Bühne standen die Zeichen allerdings längst auf Separation. Innerhalb weniger Tage gab es Österreich-Ungarn nicht mehr. Die Nationalitäten nahmen das Völkermanifest nicht zum Anlass, sich unter Karls Zepter in einer Föderation zusammenzufinden.
An den Reaktionen der einzelnen Nationalitäten und ihrer Politiker lässt sich vielmehr bereits der Zuschnitt der Nachkriegsordnung ablesen. Es bildete sich 1918 und dann vor allem auf den Pariser Friedensverhandlungen die selbstständige Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänen, Polen, das verkleinerte Ungarn sowie ein vergrößertes Italien heraus. Diese Nachfolgestaaten trugen allerdings ein wichtiges Erbe der Monarchie. Alle von ihnen, mit Ausnahme Österreichs, beherbergten eine polyethnische Gesellschaft. Und auch in rechtlicher und administrativer Hinsicht waren sie zusammengesetzte Staaten und mussten verschiedene Verfassungs-, Verwaltungs- und Rechtstraditionen vereinen. Die föderalen Ideen aus dem habsburgischen Ideenlabor blieben daher für alle diese Staaten von hoher Relevanz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.